Hallo und willkommen zurück zu The Long Dark. Und wir reiten rein in die zweite Episode. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ich in der Lage war, diesen Bären zu töten. Denn dieses Gefecht würde ich jetzt ungern machen wollen. Also weiter zur Episode 2. Schön warm. Hey. Damn it. Not again. No. The lights. Hey. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. I don't think so, but I hit it. Maybe scared it away. Not the way you shoot. Glad your memory's coming back. Shit. He got me good this time. This time? Yeah. Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah, nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels, and I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. You some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well... closest help is probably in Milton.
back the way you came. There's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire, and, damn. My next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's someone who might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's got to be somewhere nearby that might have medical supplies or another radio we can use. You might find some comms gear or parts in the old Carter Dam. It's probably ancient stuff, though. That place has been abandoned for years. It used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. He'll be wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him. But you might... scare him off again. Right. Watch out. The dam. Unstable. Wait, what? What do you mean unstable? Damn it. He's passed out. Tja, Hütte des Pelzjägers. Der verletzte Pelzjäger betritt den verlassenen Staudamm, der instabil ist. Wow. Ich brauche erstmal Platz. Da liegt ein Fell. Und ich kann es nicht greifen. Und hier liegt Schweinefleisch mit Bohnen. Hope I can still eat this. Kochtopf. Das? Achso, Seife zum Waschen und so. Ein Schokoriegel in der Kanne. Natürlich. Das sieht mir ja nicht korrekt aus. Ist das die neue Map? Habe ich die? Ich habe die. Oh, die wirkt ein bisschen kleiner. Kann aber nur so wirken. Also, jetzt nichts Garantiertes. Was ist das? Lagerbüro. Das klingt schon mal sehr gut. Aussichtsturm. Und ja. Der Staudamm. Okay, mein Lager ist so ein bisschen zentral gelegen. Das ist eigentlich ganz gut. Aber. Naja. Das ist hier nicht so der Hit. Habe ich hier wieder unendlich? Hier ist wieder unendlich. Das ist gut. Dann stellen wir erstmal hier... Nee. Einfach nur Kochtöpfe draufstellen. Obwohl, ich kann ja eigentlich... bevor das schlimmer wird. So. Du bist am Arsch. Du hast unter dir eine Kiste. Die kriege ich bestimmt wieder erst, wenn... und so. Werkbank. Gewehrpatrone. Jawohl. Und ich habe jetzt hier auch eine Werkbank. Das ist eigentlich ganz geil. So, was haben wir hier drin? Nichts. Das ist ganz gut. Noch eine Sturmlaterne und eine Fackel. Und natürlich... Just what I need. Ja. Das Gewehr. So, hier liegt auch noch Stuff, aber der ist nur Deko. Und auch die Fackel ist nur Deko, oder? Ich komme zumindest nicht ran. Und auch das Werkzeug auf dem Radio ist nur Deko. Okay. Na, die Sturmlaterne kann ich da stehen lassen. Ich habe eine eigene. So, spinnt.
Na. 30 Kilo, das ist nicht so viel. So, ich würde sagen, hier können wir auch was reinpacken. Das sind aber nur 5 Kilo. Das ist nicht viel. Das da rein, das da rein, das, das, das. Ja, natürlich alles einzeln. Und die Stoffe würde ich da auch mal reinpacken. Gut. So ein bisschen das Baumaterial da rein. Okay, ich muss eine Menge Stuff loswerden. Hier, alles weg. Hier, alles weg. Das da rein. Ich muss erstmal recht radikal sein. Ich muss mich eh in der Gegend mal umgucken, wie es hier so aussieht. Nee, halt. Nee, doch. Die schlechteren lasse ich mal einstecken. Dann das. Die kann ich wegpacken. Die kann ich eigentlich auch erstmal wegpacken. Die kann ich wegpacken. Die behalte ich. Aber die schlechteren. Davon kann ich mal 6 wegpacken. Nehme ich nur 5 mit. Und die können weg. Klamotten trage ich, wie ich trage. Kaffee. Essen, Essen. Ich habe noch nicht mal meine Notration gebraucht. Das ist eigentlich richtig gut. So, frisches Fleisch gegart. Hier, das ziehen wir mal alles rüber. Was ist denn das? Zähes Fleisch mit Bohnen. Das ist die Dose, die ich gerade aufgehoben habe. Aber die ist... Die hat kein eigenes Bild. Das ist schon eigenwillig. Okay, Gewehrmunition, dies, das, jenes, den Topf. Die beiden mal weg. Und die Dose weg. Und den Rest behalte ich auf Tasche. Die Verbände auch. Dann sieht das ganz gut aus. Aber trotzdem viel Gewicht, weil die Knarre 4 Kilo wiegt. Natürlich. Wie sieht's hier aus? 6 Minuten bis Garpunkt. Und bis verbrannt. Wir nehmen das. 5 Minuten. Na gut. Hier ist auf jeden Fall nicht so schön wie in der Bank. Mal gucken, ob ich hier in der Nähe, aber ich bezweifle es irgendwie, weil das hier ist ja jetzt nicht wirklich eine Stadt, ob ich hier in der Nähe was finde, wo ich mich halt richtig einquartieren kann. Weil das, der größte Vorteil hier ist natürlich wieder der Holzofen, der unendlich am Brennen ist. So. Na gut. Und da meine Blase mich gerade dazu zwingt, muss ich mal kurz einen Cut machen. Und ja. Ne? Geht gleich sofort weiter. So, und mit einer geleerten Blase gönnen wir uns doch mal einen Blick nach draußen. Mal schauen, wie es hier so aussieht. That trapper's my key to getting out of here. He'd better not die on me. Okay, Haus des Pelzjägers. Ja, okay. Das ist eine süße kleine Hütte. Okay, da vorne die kleine, die werde ich mir mal angucken. Da wird zwar jetzt nicht sonderlich viel sein. Behälter durchsuchen. Oh. Oh. Interessant. Gewehrpatronen und Lampenöl. Ja, das, nehme ich doch gern mit. Ja, noch ein bisschen viel Zeug einstecken. Oh. Wie komme ich denn hier... Ach, hier komme ich sinnvoll runter. Okay. Ja. Sieht bis jetzt eigentlich alles sehr entspannt aus. Und das irritiert mich. Achso, das sind bloß Steine. Ja, okay. Ah, wundervoll. Hier ist im Grunde genommen nichts.
Ist hier was? Natürlich nicht. Okay, das ist die Hütte, die ich niemals aus den Augen verlieren darf. Aha. Ah, nee. Eigentlich ja ein ziemlich blöder Ort für die Hütte. Denn alles ist einfach nur weit weg. Far, far away. Lagerbüro. Ja, das ist von Interesse. Okay. Ich möchte noch mal da hoch. Da kreist was. Da muss es was Totes geben. Das ist nett. Das ist auch sehr nett. Ja, ich hätte gern noch ein bisschen mehr gesehen. Eigentlich gut, dass dieser Berg hier ist. Kann ich mir ein bisschen Überblick verschaffen. Aber hier ist halt auch so unendlich viel nichts. Das sehe ich als Problem. Die Stadt war cool, da konnte man viel finden und sowas, aber ich sehe ja nichts. Nicht mal eine Stelle, wo es Hasen gibt oder sowas. So auf relativ naher Sicht. Das ist eher schlecht. Oh, und das ist offensichtlich alles recht weit weg. Die Map ist ein bisschen groß. Okay. Das wird sehr interessant. Lange Fußmärsche und sowas stehen uns bevor. Bis jetzt sehe ich noch keine Wölfe, aber ich bezweifle sehr stark, dass es hier keine gibt. Wieder die Hütte. Okay. Wir gucken mal hier über den Hügel noch. Hier gibt es halt so unendlich viel nichts. Das ist echt nicht cool.
glaube, das wird ein bisschen sehr krass werden. Sie hat wirklich überhaupt gar nichts. Einfach nur Wald. Ich bin mitten in der Pampa. Aha. Da geht's bestimmt nicht weiter. Das ist dann das Ende. Wow. Wo ich dann halt nicht durchkomme. Ja, da kannst du mich auch nicht mit entspannter Musik beruhigen, liebes Spiel. Dann ist es richtig schlecht, dass es hier so absolut nichts gibt. Oder so gut wie nichts. Ah, schauen wir hier mal um die Ecke. Aber hier gibt es wahrscheinlich auch einfach nur Wald, abgeholztes Waldstück. Das ist eine kleine Hütte. Und da vorne sind Wölfe. Zumindest einer. Namenloser Teich. Oh. Schießanleitung für Grenzland. Nachdruck des Handbuchs Schießen aus dem späten 19. Jahrhundert. Okay. Ja, danke. Zeitung halt. Jage und erlege einen Hirsch. Jage und erlege einen Hirsch. Da ist ein Hirsch. Und da ist ein Wolf. Und der Wolf rennt dem Hirsch hinterher. Okay, ich muss wohl bald mal einen Hirsch erlegen. Was ist das da? Achso. Nur Zedernholz. Sonst gibt es hier aber nicht so viel. Ja, hier gibt es auch Häschen. Okay. Ich verstehe. Okay, namenloser Dingsbums. Da bekomme ich auf jeden Fall Futter ran und so weiter. Das ist gut. Wird jetzt mal ein etwas längerer Spaziergang. Muss aber sein. Ich muss mir einen Überblick verschaffen über meine nicht allzu tolle Situation. Ja, und hier ist wieder einfach nur der Wald. Mit ganz viel Nichts.
Sind das Wölfe da vorne? Oder sind das Baumstämme und so? Okay, die Wölfe sind auf jeden Fall wieder sehr präsent. Und ich werde ein wenig aufpassen müssen. Dann nehmen wir wieder die zur Sicherheit, zum Abschrecken. Hier gibt es auch nochmal Häschen, okay. Und wieder gefällte Bäume, aber keine Hütte oder sowas oder Container und... Ah, da ist eine kleine Hütte. Wo halt Bäume gefällt werden, aber da muss es auch Zivilisation geben. Ah, noch nicht sonderlich viel davon. Na super. Na super. Totes Holz, namenloser See. Und links von mir geht es zu diesem Haus, was mir da angezeigt wird. Da sollte ich vielleicht noch hinkommen können. Das wäre ganz gut vor dem Folgenende. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Sehe ich da provisorische, nee, nicht mal provisorische Stromleitungen, okay. Interessant. Ein Schienensystem. Ein Wolf. Okay, ich muss dem Schienensystem entlang. Mit ein bisschen Abstand. Aber keine Motivation, mit diesem Wolf in irgendeiner Form zu kämpfen. Vorne irgendwo müsste ein Haus sein. Theoretisch. Da ist ein Riesensee. Da unten ist ein kleines Hütchen. Habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Oh, kann ich hier einfach so runterspringen? Ich habe irgendwie Zweifel. Komm. Ganz sachte. Entspann dich.
Okay. Müsste auf jeden Fall das sein, was auf der Karte stand. Mystery Lake. Aha. Oha. Da sehe ich auch schon wieder Wölfe. Hallo? Okay, das ist das Lagerbüro. Aha. Aha. Ja gut. Wir sind leider schon am Folgenende angelangt. Das heißt, diese Prachthütte schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.